Ja, schauen wir uns doch mal hier um. Das ist jetzt zu. Da kommen wir nicht rein. Okay, hier ist überall Wasser, da kommen wir nicht hin. Liegt doch etwas auf dem Grund des Beckens. Vielleicht kann ich irgendwie das Wasser ablassen, ja. Ah ja, Flaschzug und Kette. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir so nichts. Wir können noch ein weiter. Naja, komm. Gehen wir mal. Ich glaube mal hier, das ist der Flaschenzug, oder? Nein? Ja, natürlich. Aha, okay. Na dann, hau ruck. Irgendwas hier rumliegen oder so, was wir gebrauchen könnten? Nein, gut. Ah ja. Dominostein, 4 Stück. Eins. Zwei. Drei. Es fehlt noch einer. Tja, den werden wir wohl nicht so einfach finden. Das war ja klar, okay. Kerzenhalter. Ein Handspaten. Ein Sägeblatt. Ein Hufeisen. Ein Gürtel. Eine Bürste. Kohle. Eine Dose. Und jetzt fehlt nur noch der letzte Dominostein. Tja, wo ist der letzte Dominostein? Lol. Okay, komm. Wo ist er denn? Oh mein Gott, lol. Das gibt's ja nicht. So, wir haben Kohle bekommen. Die Reihenfolge. A. Dann B. Oh nein, Quatsch. Wie kann ich das? So, okay. So, die Reihenfolge ist A. C, B, E und D. So, das Wasser dürfte weg sein. Sehr schön. Ah ja, ein Vorschlaghammer. Ein Vorschlaghammer. Das ist der falsche Hammer. Gut, okay, ein Korkenzieher. Fangen wir mal anders an. So viel Dreck hier. Ein Schlüssel. Ein schicker kleiner Schlüssel. Wo bist du? Da ist der Schlüssel, ein Hufeisen,
So, Hufeisen haben wir hier. Eine Eidechse haben wir da. Ein Baseball. Ein Dolch. Ach hey. Ja, ein Dolch. Aha. Eine Rose haben wir hier. Und jetzt noch eine Feder. Die haben wir hier. Fehlt noch der Vorschlaghammer. Das ist eine Axt. Das Ding war es auch nicht. Zeig's mir. Ach, das Riesending, ey. Naja, gut, okay. Ja, mit dem Vorschlaghammer kommen wir sicherlich durch die Holzbretter. Ja. Okay. Ach, hey, wo sind wir denn hier? Oh, diese Schleifspuren, das gefällt mir schon mal gar nicht. Die Stärke der dunklen Magie, die Abshur umgibt, macht es uns fast unmöglich, zu ihr durchzudringen. Wir stehen vor der Stadt und versuchen, die magische Barriere zu durchbrechen, welche sie umgibt. Solltest du erfolgreich sein, so werden wir dich finden und dir bei deinem Fall helfen. Bis dahin werden wir helfen, so gut wir können. Die Gebrüder Grimm. Waren die nicht vorhin irgendwie in der Stadt und haben da diesen Magier mitgenommen und wollten dem irgendwie helfen? Jetzt bin ich da ein bisschen durcheinander geraten hier. Okay, der Dame fehlt einen Ring. Oder dem Herrn, keine Ahnung. Ach ja. Ah, schänden wir wieder ein paar Gräber. Topfhandschuh. Ein Topfhandschuh. Den werden wir mit Sicherheit da hinten brauchen für diesen Totenschädel. Wo haben wir den denn hier? Da ist er. Ein Pfirsich. Ein Stiefel, eine Feder. Ein Löffel. Ein Löffel. Wo haben wir denn hier einen schönen Löffel? Regenwürmer. Schleimrig, jedoch vitaminreich, ne? Da ist der Löffel. Ein Turm. Da denke ich direkt mal an eine Schachfigur. Da steht sie ganz groß. Ein Löwe, eine Säge und eine Rose. Sehr schön. Haben wir alles gefunden? So. Ich schaue noch, ob ich hier irgendwas mitnehmen kann. Lampe hat nicht mehr viel Öl. Okay, dann brauchen wir da was. Das sieht aus wie ein Hut. Da geht es weiter zur Gruft. Die braucht einen Ring. So, dann porten wir uns doch direkt mal hier hin. Da hatten wir ja hier diesen wundervollen Totenschädel. Ein Metallschädel. Oh je. Ah, hier können wir wieder was suchen. Ein Sonnenemblem. Da haben wir es. Okay. Ein Taschenmesser. Das habe ich schon gesehen. Ein Steckschlüssel. Ticketrolle. Ach je, was ist eine Ticketrolle? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht das hier? Nein, ist es nicht. Okay. Eine Rolle ist auf jeden Fall rund. Schauen wir mal, was wir mit den runden Sachen hier anfangen können.
Ah ja, okay. Ein Grashüpfer. So. Ein Wikinger. Ach, hey. Der da? Tatsache. Eine Pfeife. Ein Stern und die Brille habe ich hier. So, fehlt noch der Stern. Der ist da. So, ich denke mal, wir bekommen das Sonnenemblem. Okay. Hatten wir da schon irgendwas? Eigentlich nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter zur Gruft. Denn, weiter wüsste ich jetzt nicht. Ah ja, da oben kommt es rein. Boah, das sieht so geil aus, ne? Davon mache ich jetzt mal einen Screenshot. Warte, so. Sieht schon schick aus. Da kommt mit Sicherheit der Metallschädel rein. Mann, bin ich gut. Ach je. Hätte ich den mal noch nicht reingehauen. Sonnenemblem kann auch schon rein. Ein Stück der Tafel, sehr schön. Abgeschlossen. Okay. Ist auch das Einzige, was wir hier so machen können. Oh. Ach, guck mal, jetzt ist er ein Gefangener, ne? Oh ja, wir dürfen wieder mixen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Das mache ich ja relativ gern. I have fought against him, and now I'm punished. He searches for another to take my place. It will be the end of me. He will return soon. His mind is running, running. I can feel it. My limbs twitch with it. He thinks himself so smart. I have taken something that belongs to him, and he searches for it. Oh, he longs for it. But he never suspected I would be so bold. It is one of the crystals you seek. That will be his undoing. Free me, and I will help you. Woher weiß er, dass ich die suche? Hm. Aber okay, so, er hat auf jeden Fall einen Kristall, den wir brauchen. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, aber ich denke mal, es werden so 4 sein. So 3, 4 Stück. Buchstabe. Es sind genau diese hier, die Omega und... Hast du nicht gesehen? Einen Sargschlüssel, da haben wir einen Totenkopf dran. Okay, das hat geklappt. Eine Kakerlake. Tja. Na super. Eine Kakerlake darf ich suchen. Oh Gott. Na, ich sehe sie bis jetzt noch nicht. Vielleicht suche ich erstmal die anderen Sachen. Ein Scharnier. Eine Erdnuss. Ah, eine Erdnuss. Okay, das ist keine Erdnuss. Da ist die Erdnuss. Eine Birne. Tja, meinen die jetzt das Obst oder meinen die die Glühlampe? Ich denke, das werden wir sehr schnell herausfinden. Ha, oder auch nicht? Oh, hier ist es echt ein bisschen knifflig. Eine Krone. Die Eule habe ich hier schon gefunden. Ein Schiff hatte ich, glaube ich, auch schon irgendwo gesehen. Da, genau. So, Krone.
Hier kann ich nicht wirklich erkennen. Das sind Münzen, ein Kelch, ein Sarkophag und eine Motte oder ein Schmetterling. Ein Schwert, ein Schlüssel, ein Schloss meine ich hier, Schildkröte, Schachfigur, da ist die Kakerlake. So, Birnen und eine Krone fehlt noch. Birnen, das heißt, es ist eine Mehrzahl, das sind also mehrere. Da sind die Birnen. Es fehlt nur noch die Krone. Ich dachte vielleicht hier an diesem Wappen, aber ist auch nicht der Fall. Da ist die Krone, okay. So, der Sargschlüssel. Lass uns doch mal schauen, was wir hier so haben. Ohne das Rezept und die fehlenden Zutaten kann ich keinen Zaubertrank mischen. Gut, dann öffnen wir den kleinen Sarg mal hier kurz. Da haben wir schon mal das Rezept. Okay. Ich wollte einfach mal so, ne? Gut, okay. Und das, ja. Das Rezept haben wir doch vor uns liegen. Es fehlen nur die Zutaten. Da dürfen wir dann mischen. Gut, Dann hauen wir mal hier die nächste Platte rein. Wir haben auch noch ein bisschen Kohle, aber wozu? Wozu haben wir die Kohle? Hier können wir nichts machen. Vielleicht hier Licht anmachen? Nein? Lampe hat nicht mehr viel Öl. Hm. Was können wir denn noch so Schönes anschauen hier? Also, da ist etwas hinter dem Feuer. Ich muss die Flammen löschen. Dann brauchen wir auch noch einen Eimer Wasser oder so. Okay, folge den Anweisungen und bereite einen Zaubertrank zu. So, rot und blau ergibt lila. So, gelb und blau ergibt grün. Da haben wir orange und jetzt müssen wir lila plus orange plus grün. Okay, das war ein bisschen zu einfach. Das war ein bisschen zu einfach. War zwar mal was Neues, aber dennoch, naja. Oh. Hey, kleiner Mann. Oh, er ist schon weg. Verdammt. Violetter Kristall. Den blauen können wir anscheinend nicht mehr mitnehmen. Okay. Oh, guck, seht ihr? Die sind doch wieder hier drin in der Stadt. Oder sind das Fake-Grimm-Brüder, hm? Congratulations. You have faced a darker path than we had imagined. We will care for the child. You have a mission to complete. We will be of assistance where we can. My brother worries over the safety of the townsfolk, and we have cast a spell to place them in a deep sleep. It is using much of our energies. Now for this young man. You are no ordinary child. Older than even we are, combined. Tell me, little one, have you ever contemplated becoming an examiner? It is an arduous vocation. Let us discuss your destiny, shall we? Aha, okay. So, das war der Kleine, der ist älter als die Gebrüder Grimm zusammen. Das hat schon, glaube ich, was zu bedeuten. Okay, wir suchen jetzt nach Handschellen. Ein paar Handschellen. Das sind bestimmt die alten. Hier sehe ich eine Kette, aber das sind die nicht.
Vielleicht hier? Aha, okay. Eine Gartenschere. Ein Fußabdruck. Lampenöl. Da weiß ich auch schon, wofür wir das brauchen. Die Trauben. Ein Teddybär. Eine Kerze. Gut getarnt natürlich. Eine Urne. Ist, okay, das sind die nicht. Da. Und ein Brief. So, wir bekommen das Öl. Und das können wir direkt mal hier reintröpfeln. Da haben wir einen Eimer Wasser. Wahrscheinlich. Oh, ein Eimer mit Erde. Okay, dann würde ich ganz gerne die Erde rausmachen. Oder wir können vielleicht den Eimer Erde so da reinhauen. Okay, auch gut. Der Ring. Oh, das ist bestimmt für die Statue. Können wir ja mal auch direkt hingehen. Und wir ziehen ihr mal den Ring an.